Namaste, ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ich heiße Diara und wir machen heute eine Stunde dynamisches Yoga. Heute eine kleine Besonderheit, und zwar möchte ich an der einen oder anderen Stelle mit Hanteln arbeiten. Das ist freiwillig, du kannst, du musst nicht. Wenn ihr diesen Kurs jetzt mitmacht und ihr habt in dem Moment keine Hanteln, ihr wisst, die Kurse sind alle online bei YouTube. Ihr könnt sie auch zu einem späteren Zeitpunkt mitmachen, ein Zeitpunkt, zu dem ihr vielleicht Hanteln habt. Und wenn nicht, wie gesagt, es ist eh nur bei ein, zwei Übungen, also ist jetzt kein Riesending. Kleiner Tipp, wenn man keine Hanteln hat, also ich persönlich hätte zu Hause jetzt ehrlich gesagt auch keine, man kann auch gefüllte Wasserflaschen nehmen. Ja, einfach so eine 0,5er oder eine 0,75er Flasche, wenn du sowas zu Hause hast, dann kannst du das gerne mit einfließen lassen. Okay, wir fangen an ganz normal in der Haltung des Kindes. Und die Hanteln leg mal erstmal zur Seite, vielleicht eine rechts, eine links. Die brauchen wir erstmal gar nicht. So, bringt eure Köpfe runter, entspannt eure Arme, eure Hände. Atmet das ein oder andere Mal tief ein und aus, kommt an auf der Matte, lasst alle Nebengeräusche, die da so sind, je nachdem, wo du gerade bist, im Hotel, zu Hause, im Studio, versucht die mal wegzuschieben und ganz bei euch selber anzukommen. Wir werden den ganzen Tag bestrahlt mit Input. Ja, was das jetzt ist, ist ja ganz egal. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ist auch ganz egal. Es ist einfach mal eine Tatsache, das ist Fakt. Und der Yoga-Raum sollte ein freier Raum sein, ohne Leistung, vor allem auch ohne Ego. Ja? So, es geht hier nicht nur um dich, es geht um dich, aber eigentlich geht es um mehr. Ja? Das ist so das Verrückte. Es geht nicht um dich, aber es geht. So, es geht hier nicht nur um dich, es geht um dich, aber eigentlich geht es um mehr. Ja, das ist so das Verrückte. Es geht nicht um dich, aber es geht um dich. Du möchtest über die Nase ein- und ausatmen. Tief hinter deinen Bauchnabel. Unser Fokus liegt heute Kraft. Es ist so ein bisschen, wenn dieser Kurs jetzt eine Überschrift hätte, heute, dann ist es definitiv kein verrücktes Sequencing, kein choreografisches, tänzerisches, sondern es hat wirklich jetzt heute etwas mit Kraft zu tun, mit der Arbeit am eigenen Körper. Und ja, ich habe einfach Lust gehabt, heute mal eine solche Stunde anzubieten, die hatten wir nämlich noch gar nicht. Und dann von hier streckt deine Arme nach vorne, die Hände jetzt hinten oder an den Seiten hatten, und lauft mit den Armen nach vorne. Wir fangen wie immer erstmal ganz entspannt an. Easy. Wie Gogo Gadget läufst du auf deinen Händen nach vorne, immer weiter nach vorne, bis du nur noch mit deinen Fingerspitzen die Matte berühren kannst. Sehr schön. Und locker lassen. Nochmal, lauf mit deinen Händen nach vorne, Go-Go Gadgetto-Arme, nur noch deine Fingerspitzen berühren den Boden, Arme sind gestreckt, zieh den Bauch nach innen, ja, zieh die Achseln nach oben zur Decke, nicht nur hören, sondern wie und locker lassen. So, jetzt von hier, zieh deine Hände wie auf Glatteis, ein Stückchen zu dir ran. Schau, dass die Hände aufgefächert sind. Und dann heb dein... Wir fangen mal direkt an mit Kraft. Nicht dein Popo und auch nicht dein Kopf, sondern explizit nur deine Knie abheben und locker lassen. Alles zurück auf Null. Spür kurz nach. Einatmen. Ausatmen. Nochmal tief ein und aus. Wir wiederholen. Heb die Knie ab. Auf geht's. Atem fließen lassen. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Und kommt nach vorne in das, was wir Vierfüßlerstand nennen.
Stellt die Fußspitzen hinter euch auf und kommt in einen herabschauenden Hund. Bewegt euch intuitiv, vertretet euch die Füße, die Beine, wenn ihr das braucht. Alles, was ich sage, sind Vorschläge, wie gesagt. Es ist wie ein Lust. Nach und nach kommst du in eine ruhige. Das Wort Asana übersetzt heißt to sit still. Zieh die Achseln hoch, zieh die Fersen runter. Lass den Kopf fallen. Kommt in die Position Brett, auch High Push-Up genannt. Und auf eure beiden Unterarme. Lauft mit den Füßen eventuell direkt ein Stückchen zurück. Der Sinn und Zweck ist, wir möchten das Gesäß nicht höher haben als die Schultern, also nicht irgendwie sowas. Gesäß nicht höher als die Schultern, ja, sondern eher sowas. Und wir halten. Eine Minute ab jetzt. Eine der effektivsten Ganzkörperübungen, die ihr machen könnt, ganz ohne Hilfsmittel. Da braucht ihr nichts dafür. Nur einen klaren Mindset. Noch 45. Ziehen. Bauchnabel nach innen, Schambein nach oben. Die Gesichtszüge entspannen und den Atem fließen lassen. Starten. Gleichzeitig schiebst du in deine Ellenbogen. Noch 15. Entspann die Gesichtszüge. Häng nicht in der Mitte durch. Bleibt bei euch. Schaut, dass ihr nicht so viel in der Gegend rumguckt. Schaut, dass ihr euren Kopf ausschaltet. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und kurze Pause. Spürt kurz nach. Sucht eine Position deiner Wahl. Schließt die Augen. Ausatmen für die zweite Runde. Und auf geht's. Stell die Fußspitzen ab, heb dein Gesäß, heb dein Becken. Eine Minute. Atem fließt, Kinn runter, Bauchdecke ist fest. Aktive Hände, drück in die Ellenbogen, schieb in die Fersen ein Stück weit nach hinten, wenn du Kapha hast. Langsam wird es wahrscheinlich ein bisschen wärmer jetzt an der Stelle. Genau, das ist Sinn und Zweck. Achtet immer auf ein schönes Warm-up, auch wenn ihr für euch alleine zu Hause trainiert. Das kann unnötige Verletzungen zu vermeiden. Ja, den Körper erstmal sanft vorbereiten auf das, was noch kommt. Letzten 10, 9, 8, noch 5. 4, 3, 2, 1 und Pause. 1 und Pause. Leg dich wieder ab. Spür nach. Tief ein, ausatmen. Bisschen Sauerstoff muss sein. Und für die dritte Runde, auf geht's, komm wieder in und hepp. Alles zur Mittellinie, zieh dein Schambein zum Bauchnabel, denk dran, kein Hohlkreuz, nicht durchhängen in der Mitte, wie ein Brett. Dabei fließt dein Atem, dabei fließt jetzt alles in deinem Körper, deine gesamten Körperflüssigkeiten kommen in Wallungen, Temperatur steigt. Das ist genau das, was wir möchten. Halte in der Pose, gib nicht auf, gleich geschafft, Hälfte hast du schon. Noch 30. Eine starke Körpermitte. Noch 10.
5 und herabschauender Hund. Kommt nach vorne an den Anfang eurer Matte, Step, Step, Step. Position gerader Rücken und hängt euch einen kurzen Moment aus. Könnt gerne eure Ellenbogen greifen, wenn ihr möchtet. Lasst den Kopf fallen. Schaut, dass die Knie leicht gebeugt sind. Das ist ein Stück weit rückenschonender. Vor allem, wenn wir einen Tacken länger in der Pose bleiben. Super, und dann kommt nach oben zum Stehen, richtet euch auf. Wir beginnen jetzt erstmal ganz normal mit einem Sonnengruß, bevor die beiden Hanteln in den Einsatz kommen. Einatmen, streck dich lang, die Position Berg. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Gerader Rücken einatmen. Schaut, dass ihr wirklich einen geraden Rücken habt. Eventuell müssen die Hände den Boden dafür verlassen. Mit der Ausatmung 2 Schritte nach hinten, Position herabschauender Hund. Kommt nach vorne ins Brett. Das erste Mal für heute Chaturanga. Low Push-Up. Einatmen die Cobra. Füße Point, Herz öffnen. Mit der Ausatmung herabschauender Hund. Bleibt für einen Moment hier. Ganz ruhig und fest und ausgerichtet. Dass die Füße parallel stehen, kein V, kein X oder irgendwelche anderen komischen Buchstaben. Schaut, dass der Kopf fällt, die Gesichtszüge entspannt sind, dafür aber die Arme aktiv und die Achseln nach oben. Einige haben die Hände, warum auch immer, nach innen gedreht. Das machen wir bitte nicht. Der Zeigefinger guckt auf 12 Uhr. Ja, Liebe zum Detail, sage ich immer. Da fängt eine saubere Praxis an. Wenn ihr schon anfängt, bei den kleinsten Kleinigkeiten den Faden zu verlieren, dann wird es schwierig, ne? Für alles andere, was kommt. Also, und ihr seid alle angesprochen. Schaut mal alle, ob ihr euren Zeigefinger auf 12 Uhr habt. Ja, weil die Hälfte hat es nicht, deshalb sage ich das. Auf 12 Uhr, nicht auf 11 Uhr und auch nicht auf 1 Uhr, auf 12 Uhr. Das heißt, deine Hände sind, wenn überhaupt, leicht ausgedreht. Die Betonung liegt auf leicht. Aha. Komm nach vorne. Step, Step, Anfang der Matte. Tiefe Vorbeuge aus Uttanasana. Einatmen, steh auf Berg. Zweite Runde, dann fangen wir an. Hände vom Herz, Samastiti. Einatmen, Berg. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Gerader Rücken einatmen, spreiz deine Sitzbeinhöcker, starke Beine, Rücken ist gerade, nicht rund. Ausatmen, Step, Step, herabschauender Hund. Komm nach vorne ins Brett, die Welle. Chaturanga oder Knie, Brust, Kinn. Exhale. Einatmen, Point, heb dein Herz, Ellenbogen sind eng. Mit der Ausatmung schiebst du dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Achtet auf eure Hände, auf eure Finger. Lasst den Kopf fallen. Schaut, dass der Abstand zwischen den Füßen und den Händen weit ist. Der ein oder andere steht doch sehr weit auseinander. Gut, jetzt gibt es vielleicht auch die Fraktion, die sagt, lieber zu breit als zu schmal. Wir können ja mal Stichprobe machen. Wie sieht's aus? Wenn du jetzt deinen rechten Arm schräg nach hinten ausstreckst, durch die Mitte durch, kannst du dann links deine Beinaußenseite berühren? Und zwar unterhalb deines Knies. Das sollte dir jetzt möglich sein. Dabei dreht dein Bauchnabel nach rechts. Beziehungsweise nach links. Sorry, ich habe mich versprochen. So, und dann wechsel mal. Die Fersen so tief wie es geht. Bauchnabel dreht nach links. Es ist ein Twist. Nicht der Kopf, der Bauchnabel. Und dann Hand absetzen. Eieieiei. Komm nach vorne, Step, Step. Tiefe Vorbeuge. Einatmen, steh auf, streck dich. Ausatmen, Hände vom Herz. Einatmen, streck dich, steh auf, nimm die Fersen mit. Schau, dass du den Hintern nicht rausstreckst, so wie ich jetzt, sondern du ziehst dein Schambein Richtung Bauchnabel. Deine Körpermitte sollte die ganze Zeit aktiv sein. Steuer den großen Zeh an
Und dann komm ganz langsam. Ich nenne das langen Hebel, ja, weil die Arme jetzt lang nach vorne ausstrecken, deshalb nach unten auf halbe Höhe Stopp. Zieh die Arme nach hinten, Diver's Pose. Bleib auf den Fußspitzen. Und setz die Hände und die Fersen ab. Tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Position Blitz. Einatmen. Und tiefe Vorbeuge. Aus. Gerader Rücken. Einatmen. Und herabschauender Hund bitte. Wir nehmen hier kein Vinyasa. Nur ein rechtes Bein hebt. Einatmen. Komm von hier. Du bist ja jetzt im dreibeinigen Hund und jetzt gehen wir in die Planke. Unterschied ist, dass du nur auf einem Fuß bist. Ja? Wir sind die ganze Zeit vom Hund nach vorne in die Planke gegangen, so wie ich jetzt. Und das machen wir jetzt auch, nur dass wir jetzt auf einem Bein sind. Super. Beug die Ellenbogen, Pada Chaturanga und komm wieder hoch, Position dreibeiniger Hund. Komm nach vorne, komm tief, Ekha Pada Chaturanga. Komm wieder hoch, dreibeiniger Hund. Letztes Mal, komm nach vorne, Ekha Pada Chaturanga tief, Push-Up, Position dreibeiniger Hund. Schritt nach vorne, schnapp dir deine beiden Hanteln, ganz langsam abheben, Krieger 3. Atem fließen lassen. Bring die Hanteln vor deinem Herz zueinander, Ellenbogen sind leicht gebeugt und öffne. 1. Wieder vorm Herz. 2. Vorm Herz sinken, Ellenbogen leicht gebeugt, öffnen. Wieder sinken. Öffnen. Und wieder sinken. Lass dein Standbein arbeiten. Öffnen. Noch einmal öffnen, bleib hier in der Öffnung. 5, 4, 3, 2, 1, Achtung, Sprinter, Sprinter, genau, Krieger 1. Streck die Arme nach oben, halt die Schultern unten. Öffne dich in deinen Krieger 2, starke Schultern. Und dann dreht einmal die Handteller mit den Hanteln nach unten, so wie ich jetzt, und dann hoch. Nach unten und wieder hoch. Nach unten, wieder hoch. Für 5, 4, 3, 2, 1. Reverse Warrior, alles mit den Hanteln. Komm nach vorne. Sprinter, wir sind wieder zu Hause. Achtung, aufgepasst, zieh dein rechtes Knie hoch, Schritt nach hinten, Planke, zieh dein rechtes, mach ungefähr mattenweit und jetzt mein Vorschlag ist, du setzt die linke Hand flach auf den Boden. Das ist jetzt mein Vorschlag, ich finde das angenehmer. Wir arbeiten nur rechts, hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch, tief. Noch 4, 3, 2. Setz die Hantel ab, herabschauender Hund. Schließ den Stand, spür kurz nach. Einatmen, ausatmen 1. Zieh den Bauch nach innen. Denk nochmal an deinen Zeigefinger. 2. Entspannt den Unterkiefer. 3. Zweimal mehr am Platz. 1. Und aus. Letztes Mal, da wo du bist, einatmen. Ausatmen. Komm nach vorne. Step, step, step. Anfang der Matte. Tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, steht auf. Hände vom Herz, Namaste. Komm in deinen Berg, nimm die Fersen mit.
Arme wie auf einer Schiene nach hinten in die Diver's Pose. Sehr schön. Setzt die Hände, setzt die Fersen ab, tiefe Vorbeuge. Einatmen, gerader Rücken und ausatmen, herabschauender Hund. Nur herabschauender Hund, wir lassen das Vinyasa weg. Heb dein linkes Bein. Komm nach vorne, du erinnerst dich. Komm tief. Wieder hoch. Und zurück. Wieder vor. Tief und wieder hoch und zurück. Letztes Mal, komm vor, tief, Ekapada Chaturanga, drück dich nochmal kraftvoll hoch, weit zurück, Three-Legged, Schritt nach vorne, Position, Sprinter, schnapp dir deine Hanteln und langsam kontrolliert aufstehen, Krieger 3. Flugzeugtragflächenarme, schließ diese Arme vom Herz, Ellenbogen sind hier gebeugt, wir nennen das auch Schmetterling, öffnen, schließen, öffnen, schließen. Wenn du öffnest, ziehen deine Schulterblätter hinten zueinander, schließen, das waren 3. Öffnen, schließen, Spannung im hinteren Bein, öffnen, schließen, das waren 5, 3-mal mehr, öffnen, schließen, öffnen, schließen. Letztes Mal öffnen, bleib hier. Körperspannung, 5, 4, 3, 2, 1. Komm nach unten und nach oben, Krieger 1. Tief in dieses Becken sinken. Kein Hohlkreuz und dann öffnet in euren Krieger 2. Dreht die Handteller nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Verliert euer vorderes Knie nicht, nach unten und bleibt hier. Schaut ein bisschen auf euer vorderes Knie. 5, 4, 3, 2, 1, reverse, lehn dich rückwärts, komm nach vorne, Sprinter. So, dein Schritt nach hinten, wir sind im Brett, ganz normal, oder? So, jetzt nimm mal die rechte Hantel zur Seite, setz die rechte Hand ab, ist angenehmer. Nur links jetzt, schau, dass der Stand relativ weit ist, hoch, tief, hoch, tief, hoch und tief, hoch und tief, Körpermitte aktiv, jawohl, 3-mal mehr, hepp, bleib dran, ich weiß, es ist anstrengend, wieder hoch, setz die Hanteln ab, komm in dein Brett, schließ den Stand, bleib hier, Atem fließen lassen, mach einen ganz runden Buckelrücken. Und dann setz deine Knie ab, komm ins Child. Haltung des Kindes, spür nach. Spürt euren Atem. Spürt, was das für einen Unterschied macht, wenn man Kleinigkeiten verändert. Gilt auch außerhalb der Matte übrigens. Einatmen, komm nach vorne, Vierfüßler. Ausatmen, Position, herabschauender Hund. Komm nach vorne ins Brett und jetzt handgelenksschonend. Wir gehen auf die Ellenbogen nach unten. So wie am Anfang im Warm-up, als wir die Planke gemacht haben. Dreh mal bitte deinen rechten Unterarm ein und kipp auf deine Fußaußenkante. Du bist jetzt in einer seitlichen Plank. Bring mal deine obere Hand an deinen Nacken. Heb dein oberes Bein. Beug jetzt Knie zum Ellenbogen und wieder ausstrecken.
Knie-Ellenbogen und wieder ausstrecken. Das waren zwei. Knie-Ellenbogen. Drei. Knie-Ellenbogen. Vier. Knie-Ellenbogen. Fünf. Körperspannung in der Mitte. Sechs. Nochmal langsam Knie-Ellenbogen kontrolliert. Knie-Ellenbogen und alles ausstrecken. Halten, 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 halten. Zurück nach Hause kommen, Unterarmstand. Halten. Keine Pause. Oh-oh. Wechsel die Seite. Dreh den linken Unterarm ein. Kipp auf die Fußaußenkante. Arbeitet an eurem Kraftkonto, ihr Lieben. Ja? Euer Kraftkonto ist wichtig. Ich sag mal so, es ist keine Kunst, fit zu sein, wenn du 20 bist. Wenn du 40 plus bist, dann ist das was Besonderes. Arbeitet da dran. Von nichts kommt nichts. Ist so. Ich spreche aus Erfahrung, ich bin selber 44. Von daher, wir müssen arbeiten, Leute. Es wird alles nicht besser. So, Hand zum Hinterkopf, Knie-Ellenbogen. Eins. Zwei. Drei. Langsamer. Vier. Sauberer. Fünf. Sauberer und langsamer. Sechs. So sieht's aus. Sieben. Acht. Alles strecken. Komm jetzt. Popo hoch. Streck alles. Atem fließen lassen. Becken hoch, Becken hoch, Becken hoch. Yes. Und Planke. Planke. Bleib dran. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Und herabschauender Hund. Yep. Drückt euch hoch. Drückt euch hoch. Vertretet euch ein bisschen die Beine, wenn ihr möchtet. Lauft auf der Stelle Gassi. Und wo wir gerade bei auf der Stelle laufen sind, lauft mit den Händen nach hinten zu den Füßen. Super. Hängt euch aus. Pendelt ein bisschen in der Gegend rum, wenn ihr möchtet. Oder auch nicht. Lauft nach vorne, wieder zurück in die Planke und wieder nach hinten. Mit den Händen zu den Füßen laufen. Wieder nach vorne, Position Planke und wieder zurück. Sehr schön. Lauf nach vorne, Position Planke. Schön was für die Arme. Man kann die Arme auch ohne Gewicht trainieren, so ist es nicht. Und wieder zurück. Super. Letztes Mal, lauf nach vorne in die Position Planke. Komm nach unten, Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund, Down Dog. Einatmen, rechtes Bein heben. Mit der Ausatmung kommst du nach vorne, richte dich aus, komm tief. Inhale, push up. Exhale, three-legged. Sehr schön. Großer Schritt nach vorne, Sprinter. Schnapp dir deine Hanteln und heb ab. Sehr schön. Halte hier für 5, 4, 3, 2, 1, komm erstmal in den Sprinter und dann nach oben in den Krieger 1. Streckt noch einmal diese Arme über den Kopf. Klimmzugarme. Ja, wir sagen das oft im Vinyasa, aber jetzt haben wir sie wirklich. Ausstrecken. Klimmzug. Hoch. Klimmzug. Wieder hoch. Klimmzugarme. Wieder hoch. Klimmzugarme, wieder hoch. Manchmal sagen wir auch Kaktus. Klimmzugarme, wieder hoch. Bleib hier, stopp. Streck die Arme hoch, komm in deinen Krieger 2. Super. Streck das vordere Bein aus. Komm tief, leg die untere Hantel ab, bitte.
Nur der linke Arm hält jetzt noch die Hantel nach oben. Rechte Hand ist ganz normal, wie du das kennst, wie du das immer machst im Dreieck. Sehr schön. Schaut, dass ihr in der Körpermitte aktiv seid. Schnapp dir wieder deine Hantel, komm zurück in den Krieger 2. Ja, für den linken Arm wird das jetzt anstrengend, ich weiß. Komm in deinen Sprinter. Leg die Hanteln zur Seite, herabschauender Hund ist deine Ausatmung. Kurze Mini-Pause, wirklich nur Mini. 3, 2, 1, Pause vorbei, linkes Bein heben ein. Gewicht nach vorne und tief. Push-up. Schritt vor. Schnapp dir deine Hanteln, steh auf. Langsam und kontrolliert. Flugzeugtragflächenarme, Krieger 3. Nur das, nur halten. Sehr schön. Hände runter, erstmal Bodenkontakt hinten mit dem Fuß, dass wir ein sicheres Standing haben. Und dann steh auf. Dein Krieger 1, heute mit Hanteln. Schöner Krieger 1, achte auf das Knie. Nicht irgendwie so stehen, ja? Richtig tief beugen. So, Kaktusarme. Hoch. Kaktus. Hoch. Kaktus. Hoch. Nochmal Kaktus-Klimmzugarme. Brust raus, Bauch rein, hoch. Zweimal mehr. Bleib oben für den Moment. Komm in deinen Krieger 2. Sehr schön. Streck das Standbein, zieh dich nach vorne, leg die Hantel ab. Das Schöne ist, wenn man mit Hanteln arbeitet, wird man gleich viel achtsamer. Lehnt euch rückwärts bitte. Spannt doch mal die Pobacken an. Ich würde auch nicht zwangsläufig nach oben gucken. Wie eine Freiheitsstatue streckst du deinen rechten Arm nach oben. Lässt deinen Atem fließen. Schnapp dir deine Hantel. Beug das vordere Bein. Komm in den Krieger 2. Jetzt wird es anstrengend, ich weiß. Komm in deinen Sprinter. Mach das langsam und achtsam. Sehr schön. Und dann kommt nach vorne in die indische Hocke. Setzt euch tief. Bringt die Hände vor euer Herz, schließt die Augen. Halbzeitpäuschen. Die indische Hocke ist eine Exercise in itself, wie wir sagen. Es ist eine eigene Übung, die Kniebeuge, ganz, ganz wichtig. Sinkt hier tief in euer Becken hinein. Öffnet auf diese Art mehr oder weniger passiv eure Hüfte. Und dann schnappt euch eine Hantel, wir nehmen nur eine Hantel. Und jetzt ist wirklich der Rücken gefragt, die Rückenmuskulatur. Streck deine Arme über den Kopf. Achte mal drauf, dass jetzt nicht das passiert. Also wir machen jetzt nicht eine Sache und die andere lassen wir dann sein, sondern wir nehmen immer was dazu, ne? Macht das Sinn? So, aufstehen. Und tief. Aufstehen. Und tief. Aufstehen. Tief. Aufstehen. Und tief. Aufstehen. Und tief, aufstehen und tief. Steh noch einmal auf, die Arme sind die ganze Zeit über Kopf gestreckt. Komm tief, achte auf deine Knie, steh auf, komm tief. Steh auf, komm tief. Ist das anstrengend für euch? Steh auf, warum?
Tief. Steh auf. Tief. Steh auf. Komm tief. Noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Leg die Hantel vorne ab. Streck die Beine, dreh die Füße parallel. Hängt euch noch einmal aus. Könnt gerne die Ellenbogen greifen, wenn ihr möchtet. Achtet gerne wieder darauf, dass eure Knie leicht gebeugt sind. Komm in die Position Blitz. Und dann für die Schultern als Stretch, falte die Hände hinter dem Gesäß, zieh die Schultern lang. Sehr schön. Löse deine Hände, löse die Schultern, komm in die Position gerader Rücken. Step, step, 2 Schritte oder wie viel auch immer du brauchst. Position herabschauender Hund. Einmal nach vorne in das klassische Brett, Position Planke. Und ganz normal auf deine Art, entweder Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga nach unten. Einatmen, öffnet euer Herz, Cobra oder Abdog. Ausatmen, Stirn absetzen. So, wir schnappen uns wieder unsere Hantel, diesmal nach vorne bitte. Heb die Arme nach vorne. Und dann machst du eine Staffelübergabe. Wieder nach vorne. Andersrum zurück. Staffelübergabe. Wieder nach vorne. Und wieder andersrum zurück. Staffelübergabe. Wieder vor. Andersrum zurück. Wieder vor. Nochmal Seitenwechsel zurück. Die Staffelübergabe. Wieder vor, letztes Mal. Komm nach vorne, streck die Arme. 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Leg die Hantel ab, dreh den Kopf, dass du schön atmen kannst, dann ist die Nase nicht im Weg. So wie bei mir jetzt das Mikro. Spürt nach. Wackelt mit dem Popo, wenn ihr möchtet. Für die letzte Runde. Mobilisier dich nochmal im Inneren. Gleich hast du es geschafft. Drückt euch hier noch einmal nach oben und zurück in euren herabschauenden Hund. So, allerletzte Runde versprochen. Rechtes Bein heben. Komm nach vorne und tief. Komm wieder nach oben und weit zurück. Schritt nach vorne, Sprinter. Schnapp dir deine beiden Hanteln oder lass die Hanteln in Herrgottes Namen weg, ne? Weil das ist alles nur freiwillig, Leute. Ihr müsst ja nicht mit den Hanteln arbeiten. So, wir sind im Krieger 3. Ja, ist so. Bleib in deinem Krieger 3 und jetzt Achtung, kleine Änderung.
Wir bringen die Hanteln erstmal ganz normal runter und den Schritt nach hinten, dass wir so ein Fundament haben. Ganz normal, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Jetzt kommt das letzte Stück dazu. Schritt verkürzt, sodass du im Grunde zweimal rechten Winkel hast. Normalerweise hast du den Schritt sehr weit hinten. Wenn du jetzt dein Knie ablegst, ist das kein rechter Winkel. Aber du ziehst den Fuß ein bisschen ran und hast jetzt ungefähr rechten Winkel. Richtet euch auf. Sehr schön. Und jetzt lasst die Arme erstmal unten, okay? Steht auf. Weil das ist jetzt anstrengend genug. Und tief. Hoch. Und tief. Wenn du willst, tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Das waren drei. Tief, hoch. Tief, hoch. Fünf. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Bleib hier. Wichtig ist wirklich, dass ihr hinten das Knie sauber habt. Sonst können solche Übungen ganz, ganz schnell unangenehm werden fürs Knie. Ja? Und lösen. Leg die Hanteln hier vorne ab, dass du sie gleich hast. Komm nach hinten, herabschauender Hund. Linkes Bein heben, einatmen. Komm nach vorne und tief. Drück dich nochmal hoch, push up. Schritt nach vorne. Schnapp dir deine Hanteln. Steh langsam kontrolliert auf. Bleib einen Moment. Zieh die Schulterblätter hinten zueinander. Gerne die Ellenbogen sind leicht gebeugt. Beide Beine sind aktiv. So, wir kommen runter, wir verkürzen. Ganz, ganz wichtig. Mit unten hängenden Armen aufrichten. Ich nenne das immer Bräutigam-Position. Ne? So, willst du mich heiraten? Und jetzt hoch, tief, hoch, tief. Das ist die Übung. Auf geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Halte hier. Ja, da war was. Halte hier. Halte hier. Halte hier und lösen. Leg die Hand hin zur Seite. Wir brauchen sie nicht mehr. Position herabschauender Hund. Komm nach vorne in dein Brett. Komm nach unten, Chaturanga. Komm nach oben, Brett. Komm nach unten, Chaturanga. Ich habe nicht gesagt, dass der Kurs jetzt vorbei ist. Ich habe nur gesagt, wir brauchen die Hanteln nicht mehr. Hoch. Tief. Hoch. Letztes Mal, dann haben wir fünf. Tief. Letztes Mal hoch. Herabschauender Hund. So, auf die Knie kommen, ihr Lieben. Vierfüßlerstand, kreuzt die Füße hinter euch. Setzt euch hinter die Füße. So, wir kommen zum schönsten Teil. Bauch. Auf geht's. Leg dich runter, zieh die Knie ran, Beine hoch. Arme sind wie Flugzeugtragflächen. Wir sind im 90-Grad-Winkel. Wir gehen auf die Hälfte. Stopp. Drück den unteren Rücken in den Boden. Komm noch. Drück den unteren Rücken in den Boden. Komm noch etwas tiefer. Stopp. Drück den unteren Rücken in den Boden so weit, wie es geht. Es wird jetzt schwieriger, je tiefer du gehst. Heb den Oberkörper und die Arme ab. Halbes Boot. Sollte jetzt ungefähr so aussehen. Ja? Beine können vielleicht sogar noch einen Tacken tiefer sein. Sehr schön. Halte hier und atme. Ne? Immer schön atmen. Ich spreche die ganze Stunde mir einen Wolf. Ja? Ihr redet kein Wort, das heißt, ihr habt jetzt euren Job, dass ihr atmet. Ja? Atmet, atmet, atmet. Atemluft auf keinen Fall anhalten. Und lösen. Kurze Pause, aber wirklich nur kurz. Drei, zwei, eins, Beine hoch. So, etwas runter. Stopp. Nochmal etwas runter. Stopp. Noch ein Stückchen weiter runter. Stopp. Denk an den unteren Rücken. So, geh so tief wie du kannst, nimm den Oberkörper dazu. Stopp. Halbes Boot. Adha Navasana. Sehr schön. Halte hier. Zieh ein Knie ran, ausstrecken, Knie strecken, Knie ran, ausstrecken, Knie ran, ausstrecken, Knie ran,
ausstecken, Knie ran, ausstrecken, 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 halten, 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 Pause. Streck die Beine hoch, 90 Grad. Achtung, kleine Änderung. Nur, ist jetzt eigentlich egal, ob rechts oder links, ich sage jetzt mal, nur das rechte Bein nach unten auf die Endposition. Ja, so tief wie du kannst, aber immer noch in der Luft. So, das andere Bein ist jetzt das Bein, wo die Arbeit stattfindet. Diesmal, die gute Nachricht ist, du lässt den Kopf unten, okay? Du musst oben, diesmal, die gute Nachricht ist, du lässt den Kopf unten, okay? Du musst oben nicht arbeiten, nur unten. Das linke Bein tief und hoch. Tief und hoch, das waren drei. Tief und hoch. Tief und hoch, fünf. Tief, hoch, noch zwei. Hoch, noch eins. Hoch und switch legs. Tief, hoch, tief, hoch, tief, drei hast du schon, hoch, tief, hoch, tief, hoch, letzten zwei, tief, hoch, letztes Mal tief, beide Beine hoch, Knie zur Brust, sehr schön, super. Massiert euch ein bisschen den unteren Rücken. Gerade nach Bauchübungen ist das eine sehr gute Idee. Bauch- und Rückenmuskulatur hängt zusammen. Wir können das eine nicht ohne das andere. Wir sollen auch gar nicht. Wenn ihr Bauch sind, gewöhnt euch rechtzeitig an, eure Rückenmuskulatur zu kräftigen. Ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, man sagt ja, 75% der Menschen haben irgendwann mal früher oder später Rückenschmerzen. Und ihr wisst, der Grund Nummer eins für Frührente ist ja tatsächlich Erkrankungen Muskel und Skelett. Ne? Das ist Grund Nummer eins. Vor allem, 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 allem anderen, was es noch so Schreckliches gibt an Erkrankungen oder Möglichkeiten. Ja? Grund Nummer eins sind wirklich eben Erkrankungen im Rücken, in der Hüfte, so diese Geschichte. Ja? Wirbelsäule ist irgendwie kaputt. Gut, man darf auch nicht vergessen, wenn vielleicht erstmal für jemanden, der im Büro ist, so ein bisschen überraschend. Ihr könnt es auch gerne mal googeln. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil mich das einfach interessiert hat. Wenn man dann aber überlegt, wie viele Menschen so auf dem Bau arbeiten, jetzt mal als Beispiel, dann macht das schon eher Sinn. Ja? Es sind ja wirklich viele, viele Menschen da draußen, die Straßenbau machen, ja, und so weiter und so fort. Also das kommt schon alles nicht von ungefähr. So. Von hier, ich würde dich bitten, bring jetzt einmal deine Beine nach oben. Du machst Schulterstand. Du bringst einmal dein Herz über den Kopf. Wir machen ein traditionelles Finish. Schließt eure Augen. Könnt oder machen wollt, dann macht ihr Viparita Karani. Das heißt, du darfst sehr gerne dein Gesäß unten lassen und nur die Beine hochstrecken, so wie gerade bei der Bauchübung. Das ist der sogenannte halbe Schulterstand. Ist auch was für Hochschwangere zum Beispiel oder Menschen mit extremem Bluthochdruck. Schließ die Augen, vor allem wenn du direkt unterm Licht liegst. Und fang jetzt schon mal wieder an, alles im Außen auszublenden. Geräusche, Gespräche, Straßenverkehr, Feuerwehrsirene, was auch immer. Bringt eure Füße hinter den Kopf. Wenn das noch nicht geht, wenn deine Fußspitzen hier bei aller Liebe den Boden einfach nicht berühren können, dann deutet es einfach nur an. Macht die Übung nur halb oder viertel. Das reicht. Ich habe es von Anfang an gesagt, aber mir hört ja nie jemand zu. Es ist ein leistungsfreier Raum. Es ist hier kein Wettbewerb. Und du machst nur das mit, was du mitmachen kannst, was du mitmachen möchtest. Es ist alles freiwillig. Keiner kontrolliert dich, keiner beobachtet dich, keiner bewertet dich. Letztlich macht ihr das hier für euch, für euren Körper. Kommt hier Wirbel für Wirbel, langsam,
aber doch schnell genug, sodass der Hals rechtzeitig entlastet wird aus der Pose. Stellt die Füße vor euch auf, und zwar mattenweit. Lasst die Knie zur Mitte sinken, legt euch die Hände auf den Oberkörper. Spürt nach. Letzte Übung für heute. Hör mal zu. Bring deine Fußsohlen aneinander. Das nennen wir gerne Schmetterlingsposition. Deine Beine sind jetzt die beiden Schmetterlingsflügel, die auseinandergeklappt sind. Und ich würde dich bitten, den Fokus aber auf die Fersen zu geben. Also während der Übung gerne die Fersen bewusst runter, wie so Flugzeugtragflächen ab. Und jetzt heb dein Becken hoch und tief. Becken hoch, tief, hoch, so weit wie du kannst, drück die Fersen, tief, hoch, tief, Becken maximal hoch, drück in die Fersen und tief, hoch, tief, up and down, noch 8, tief, 7, tief, drück in die Fersen und tief, noch 5, tief, 4, tief, 3, tief, 2, tief, komm hoch, bleib hier, so weit wie du kannst, drück in die Fersen, jetzt mal ganz dolle in die Fersen, genau, ganz dolle in die Fersen, halten, halten, Gesäß maximal hoch, ist der wichtigste Muskel, Mensch, der Po-Muskel, halten, 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 Druck in die Ferse, immer noch halten und locker lassen, alle Viere von euch ausstrecken, die Beine lang, die Arme etwas sinken lassen. Schließ die Augen. Kurze Shavasana. Vertieft eure Atmung langsam. Kommt wieder im Raum an, wo auch immer ihr gerade seid. Denkt dran, ihr könnt die Stunde, alle Stunden, die wir hier gedreht haben, jederzeit zu Hause nochmal nach, wenn euch danach ist. Streckt mal alle Viere nach oben zur Decke und schüttelt euch ein bisschen aus. Ja.
Wie so ein Käfer. Sehr schön. So, mach nochmal so eine Bewegung, die dir jetzt ganz gut tut, die du vielleicht noch gerne gemacht hättest, die aber eben nicht dran war heute. Und dann kannst du...